Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute geht es um ein sehr sensibles Thema, und zwar um das Thema Zellulite. Viele von uns sind davon betroffen und ich möchte heute mal darüber quatschen, was ist Zellulite überhaupt, warum entsteht Zellulite und was können wir dagegen tun. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Wenn es euch gefällt, lasst mir sehr gerne einen Daumen nach oben da, fragen wir immer in die Kommentare und ich würde mich sehr über ein Abo freuen. Zellulite wird auch ganz oft Orangenhaut genannt, denn eine Orange hat ja oft so eine ganz wellenförmige Form und das erinnert so ein bisschen an Zellulite und man muss direkt von Anfang an sagen, es sind sehr, sehr viele Personen davon betroffen und zwar 85-98% der Frauen nach der Pubertät und ja, ihr habt richtig gehört, und zwar meistens nur Frauen und das liegt tatsächlich auch an unserer Genetik, worauf ich jetzt gleich zu sprechen komme. Aber da merkt man schon, wenn so viele Frauen betroffen sind, dann ist das ein sehr sensibles Thema. Und hier möchte ich schon mal am Anfang sagen, es gibt sehr viele Lösungen, die hier immer angeboten werden, aber nur ganz, ganz wenige helfen tatsächlich wirklich, beziehungsweise helfen auch nur in einem gewissen Grad. Das muss man sich erstmal bewusst machen. Aber es ist einfach eine große Industrie und da steckt sehr viel Geld hinter, denn wenn viele Leute betroffen sind, dann sind auch viele bereit, viel Geld auszugeben. Da kommen wir aber gleich drauf zu sprechen. Wir reden jetzt erstmal darüber, was ist überhaupt Zellulite bzw. warum kommt es bei uns Frauen überhaupt vor? Schuld daran ist tatsächlich unser Bindegewebe. Denn das ist dafür gemacht, dass es große Gewichtsschwankungen verkraften kann. Und das macht evolutionär gesehen auch einfach Sinn, denn wir sollen ja Kinder bekommen können und dafür muss unser Bindegewebe, wie gesagt, einiges aushalten können. Die Haut ist mit dem darunterliegenden Muskel durch sogenannte Kollagenstränge verbunden und das Unterhautgewebe ist von Mann zu Frau total unterschiedlich. Beim Mann verlaufen die Kollagenstränge netzartig. Dadurch wird alles viel besser zusammengehalten. Bei uns Frauen hingegen sind die parallel, also ein bisschen säulenartig. Und dadurch haben die Fettzellen die Möglichkeit, sich auszudehnen und an die Oberfläche zu kommen. Und dadurch können dann eben natürlich diese Beulenstrukturen, auch Zellulite genannt, entstehen. Zudem haben Frauen eine viel dünnere Haut als Männer, die ist zum Teil 20% dünner als bei den Männern und dementsprechend zeichnen sich natürlich auch die Dellen viel leichter ab. Du siehst also schon, gerade unsere Genetik spielt hier eine enorm große Rolle. Wir können also zum Teil gar nicht viel machen, denn wegen diesen parallel laufenden Kollagenfasern sind wir einfach dazu oder dafür prädestiniert, dass wir Zellulite bekommen können. Und auch das Sexualhormon Östrogen spielt hier eine sehr, sehr große Rolle. Und hier komme ich auch schon zu meinen Tipps, was man gegen Zellulite machen kann. Und der Tipp Nummer 1 ist erstmal, sich selbst zu akzeptieren. Denn wir können was machen, und da komme ich gleich drauf zu sprechen, aber das ist eben begrenzt. Wir müssen es einfach zu einem gewissen Teil akzeptieren, dass wir eben Zellulite haben. Und dafür solltest du dich niemals verurteilen oder in irgendeiner Weise einschränken. Wir haben das alle, das habe ich euch ja eben schon gesagt. 85-98% der Frauen haben Zellulite. Das heißt, wir sind alle davon betroffen. Auch junge Menschen, auch dünne Menschen. Lerne einfach, dich zu akzeptieren. Das ist in einem gewissen Grad super, super wichtig. Natürlich kannst du an dir arbeiten, aber da hört es letztendlich nicht auf. Denn Selbstakzeptanz ist wirklich der erste wichtige Punkt, wenn es um das Thema Zellulite geht. Und was hier natürlich auch noch reinspielt, wir alle sehen uns immer viel kritischer als unsere Außenwelt. Also wenn du zum Beispiel denkst, boah, heute fühle ich mich total unwohl, dann fällt es vielleicht deinem Freund oder der Umwelt gar nicht so stark auf. Also wir sind einfach meistens viel zu kritisch und jeder hat Makel, jeder hat Ecken, das ist normal. Und das ist auch gut so, man muss nicht perfekt sein. Das ist natürlich auch ein Problem von Social Media, es wird alles so perfekt dargestellt, aber das ist es nicht. Versuch dich einfach in einem gewissen Maße zu akzeptieren, das ist super wichtig. Aber es gibt natürlich auch noch andere Möglichkeiten, was man machen kann und da komme ich jetzt drauf zu sprechen. Kommen wir zu meinem zweiten Tipp und hier muss man ganz einfach ehrlich sein. Letztendlich spielt das Thema Körperfett eine sehr, sehr, sehr große Rolle. Denn ich habe euch ja eben erklärt, diese Kollagenfasern, die laufen parallel und dazwischen sind die Fettzellen. Je größer die Fettzellen sind, desto mehr drücken sie natürlich an die Oberfläche. Wenn sie schrumpfen, dann sind sie dementsprechend auch gar nicht mehr so sehr zu sehen, weil sie nicht nach oben drücken. Und das ist eben ganz, ganz wichtig zu verstehen. Das heißt, dein Körperfettanteil spielt einfach eine Rolle. So ist es einfach. Wenn du deinen Körperfettanteil reduzierst,
Natürlich würde ich dir nicht empfehlen, wenn du schon einen sehr geringen Körperfettanteil hast, dass du den weiter reduzierst, weil da komme ich gleich drauf zu sprechen. Es gibt noch andere Faktoren, die da eine Rolle spielen. Und auch dünne Personen neigen dazu, Zellulite zu haben in einem gewissen Maße. Aber Fakt ist, je höher dein Körperfettanteil ist, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass sichtbare Zellulite entsteht. Falls du darunter leidest, ist es eben eine Möglichkeit, eine Diät zu machen. Das heißt, ein Kaloriendefizit anzustreben. Das heißt, du musst weniger essen, als du verbrauchst, damit du eben deinen Körperfettanteil reduzierst und dementsprechend auch die Fettpölsterchen bzw. die Fettzellen zwischen den Kollagenfasern. Hier möchte ich dir einfach nur noch mal mit auf den Weg geben. Es ist nicht notwendig, ein riesengroßes Kalorienplus anzustreben. Ich würde dir immer empfehlen, den Need, also die nicht sportliche Aktivität zu erhöhen, denn das wirkt sich extrem auf den Verbrauch aus und dementsprechend brauchst du auch gar nicht ein so großes Kaloriendefizit bzw. musst auch nicht dich so extrem krass einschränken und erzielst dennoch sehr, sehr gute Erfolge. Kommen wir zum Tipp Nummer 3 und das ist das Thema Kraftsport. Ich sage es euch so oft. Ihr könnt euren Körper durch den Sport mit Widerständen, also mit Gewichten, super, super gut formen. Und das wirkt sich natürlich auch auf die Zellulite aus. Also gerade wenn du zum Beispiel dein Körperfett reduzierst, würde ich dir empfehlen, unbedingt Kraftsport zu machen. Denn sonst kommt es schnell dazu, dass du einen sogenannten Skinny-Fat-Look bekommst. Das meint eben, dass du eigentlich am ganzen Körper schon recht dünn bist, aber an gewissen Stellen, zum Beispiel am Bauch, immer noch ein bisschen Fett sitzen hast. Und dementsprechend sind viele häufig noch recht unzufrieden, obwohl sie schon abgenommen haben. Und das liegt eben auch daran, dass du keinen Kraftsport machst. Denn sonst würdest du deinen kompletten Körper formen und diese kleinen Schwachstellen sind dann natürlich gar nicht mehr so extrem im Vordergrund. Zudem nimmt man auch an, dass bei Personen, die weniger Muskelmasse haben, die Zirkulation im Körper auch ein bisschen geringer ausfällt. Und generell bei Personen mit Muskelmasse ist die Zellulite häufig gar nicht so ausgeprägt. Ich kann es euch nur raten, bewegt euch und macht vor allem Kraftsport. Das macht einen unglaublichen Unterschied. Klar, Cardio ist schön und gut, das kann man noch nebenbei machen, aber wirklich Muskelmasse aufzubauen, ist hier ein extremer Gamechanger. Und wir kommen hier auch schon zum Tipp Nummer 4 und da bin ich eigentlich jetzt schon drauf eingegangen. Bewegt euch, das macht einen unglaublichen Unterschied. Wie gesagt, auch der komplette Körper wird angeregt und auch der Need, der wird erhöht. Und dementsprechend, wenn du generell einen höheren Verbrauch hast, dann ist es natürlich auch nicht so wahrscheinlich, dass du ständig im Überschuss isst und somit sich Fett ansammelt. Deswegen, Bewegung macht einen unglaublichen Unterschied und das kann man ja in verschiedenen Formen machen. Sei es, dass man wirklich einfach immer jeden Tag eine Runde spazieren geht, dass man sich so eine Routine erschafft, zum Beispiel jeden Morgen vor der Arbeit oder jeden Abend nach dem Abendessen geht man noch ein kleines Ründchen, sodass man am Ende des Tages auch eine gewisse Anzahl an Schritten hinter sich hat und das ist wirklich auch nicht nur für unsere Gesundheit so toll, sondern auch für die Seele, denn man kann wirklich beim Spazierengehen richtig runterkommen und es tut einfach gut. Kommen wir zum Tipp Nummer 5 und das ist allgemein ein sehr gesunder Lebensstil und damit meine ich vor allem Rauchen als Zigaretten und auch Alkohol ist super schädlich für unser Hautbild und eben auch für die Zellulite. Das heißt, wenn du sehr viel Alkohol trinkst oder auch sehr viel rauchst, wirkt sich das natürlich auch auf die Ausprägung deiner Zellulite aus. Dementsprechend kannst du da natürlich auch selber einwirken, indem du den Konsum von Zigaretten oder Alkohol reduzierst. Und wir reden hier nicht davon, dass man mal mit den Freunden anstößt oder zwischendurch ein Gläschen trinkt oder auch mal bei einer Party eine Zigarette raucht, sondern es geht hier vor allem um die Regelmäßigkeit. Wenn du deine Zellulite reduzieren möchtest, würde ich dir auf jeden Fall mal empfehlen, deinen ganzen Lebensstil zu hinterfragen und dementsprechend Anpassungen auch vorzunehmen. Kommen wir zu einem super wichtigen Punkt, Tipp Nummer 6, und zwar die Ernährung. Ich sage es euch ja ganz oft, Mikronährstoffe sind extrem entscheidend für unsere Gesundheit. Also nicht nur komplett für unsere gesamte Gesundheit, sondern auch für unser Hautbild und letztendlich auch für unsere Zellulite. Also wir können wirklich mit unserer Ernährung einen enormen Unterschied bewirken und gerade auch das Thema Obst, Gemüse, aber auch Wasserkonsum ist sehr entscheidend. Also schau wirklich, isst du genug Obst, isst du genug Gemüse, da würde ich dir jeweils
so 200 bis 300 Gramm mindestens am Tag empfehlen? Und trinkst du genug Wasser? Auch eine super entscheidende Frage. Und hier musst du natürlich nicht immer nur auf Leitungswasser zurückgreifen. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie man die Flüssigkeitszufuhr erhöhen kann. Zum Beispiel durch Tees oder auch durch Säfte. Da muss man natürlich schauen, die haben auch ein bisschen mehr Kalorien. Aber das kann man zum Beispiel auch mit Wasser mischen. Oder auch Leitgetränke, die haben eben keine Kalorien. Achtet einfach generell darauf, genug zu trinken. Das macht einen wahnsinnigen Unterschied. Zudem habe ich euch eine Studie rausgesucht, die hat gezeigt, dass das Supplementieren von Kollagen auch einen Unterschied machen kann. Und ich lese es hier euch einfach mal vor. Und zwar die systematische Zufuhr von Kollagenpeptiden, Vitamin C, Biotin und Zink über einen Zeitraum von 3 Monaten führte in dieser Studie zu einer signifikanten Zunahme der Hautfeuchtigkeit von 22%, während die Hautelastizität um 20% zunahm. Die Ergebnisse der Follow-up-Untersuchung zeigten, dass es bei allen 3 Parametern nach Beendigung der Einnahme zu einer signifikanten, aber nur geringen Abnahme der Effekte zwischen 3 und 5% kam. Das heißt, du kannst auch durch die Supplementierung von Nahrungsergänzungsmitteln da einen Unterschied erzeugen, aber das sind hier wirklich nur Prozentzahlen. Das heißt, ich würde dir generell raten, fokussiere dich auf das Thema Ernährung und gerade auf das Thema Kraftsport und auch natürlich auf das Thema Bewegung, was ja letztendlich auch so ein bisschen damit einhergeht. Aber das ist wirklich etwas, was einen Unterschied macht. Und diese Kleinigkeiten kann man zusätzlich machen. Vielleicht haben sie einen Effekt, aber wie gesagt, dieser Effekt wird wahrscheinlich gar nicht so groß ausfallen, weswegen ich mich eben auf diese wirklich wichtigen Punkte fokussieren würde. Kommen wir zu meinem letzten Tipp und der ist eigentlich so ein bisschen lustig, aber ich finde ihn auch sehr, sehr wichtig, weil ich bei mir da einen sehr großen Unterschied gemerkt habe. Es ist das Thema Selbstbräuner. Es bezieht sich also nicht auf den Lifestyle, sondern eher auf so einen Zusatz, genau wie die Supplementierung. Aber ich sag's euch, das Thema Bräune macht da einen enormen Unterschied, denn du siehst eben diese Unebenheiten nicht mehr so stark, wenn du ein bisschen bräuner bist. Und hier würde ich dir nicht empfehlen, dich stundenlang in die Sonne zu legen, ohne Sonnenschutz oder sowas, oder auch nicht auf die Sonnenbank zu gehen, denn letztendlich fördert das extrem die Hautalterung. Und deswegen ist es eigentlich so toll, dass es diese schöne Erfindung Selbstbräuner gibt, denn dadurch kannst du braun werden, ohne die Hautalterung weiterhin zu fördern. Und das waren auch schon meine wertvollsten Tipps. Ich möchte jetzt noch mal kurz darauf eingehen, dass es sehr, sehr viele Produkte auf dem Markt gibt, die eben nichts bringen. Sei es irgendwelche Cremes oder irgendwelche Methoden. Das ist einfach alles Geldmacherei. Es hat einen Effekt, aber wirklich nur sehr, sehr, sehr kurzfristig und auch sehr minimal. Deswegen ist es super wichtig, sich auf die anderen Sachen zu fokussieren. Wie gesagt, Ernährung spielt eine enorm große Rolle. Der Lifestyle spielt eine große Rolle und auch die Bewegung und Kraftsport. Wenn ihr das alles schon ändert, werdet ihr einen Unterschied sehen. Ich persönlich bin wirklich eine Person, die zu Zellulite neigt. Das kann ich wirklich ganz ehrlich so sagen. Und ich merke, wenn ich ein gewisses Gewicht erreicht habe, dass meine Zellulite einfach auch zunimmt. Das ist nicht schlimm, aber ich merke auch, dass mein Wohlbefinden dann so ein bisschen reduziert wird. Also ich fühle mich einfach bei einem gewissen Gewicht sehr, sehr wohl und dementsprechend ist meine Zellulite auch ein bisschen weniger ausgeprägt. Ich kann sie nicht wegzaubern, das ist nicht möglich, aber ich konnte sie wirklich mit dem Thema Ernährung und auch mit dem Thema Kraftsport, was bei mir wirklich so einen großen Unterschied gemacht hat, deutlich reduzieren. Und das möchte ich euch nochmal auf den Weg mitgeben. Verzweifelt da nicht. Es ist möglich, etwas zu tun, aber es spielt auch einfach eine Rolle, dass du dich selber akzeptierst. Das ist auch ein sehr, sehr großer Pfeiler beim Thema Zellulite. Wir sind einfach so, wir sollten uns deswegen nicht einschränken. Wir sollten deswegen nicht irgendwie nicht mehr an den Strand gehen, nicht mehr kurze Hosen tragen. Es ist so einfach, wie es ist. Da muss man sich akzeptieren. Und ich sage euch, das hat auch nichts damit zu tun, dass eine Person dich weniger attraktiv findet oder nicht. Denn letztendlich kommt es auf die inneren Werte an und, wie schon eben gesagt, häufig siehst du es als eine große Schwäche, aber das Gegenüber überhaupt gar nicht. Also fangt an, euch selbst so zu akzeptieren, wie ihr seid. Das ist generell im kompletten Leben extrem wichtig.
Und dann kann man wirklich auch starten mit einem gesunden Lifestyle. Das heißt, schaut auf eure Ernährung, schaut auf eure Mikro- und Makronährstoffe. Also auch generell die Makronährstoffe spielen natürlich eine Rolle, auch was das Thema Muskelaufbau anbelangt. Und geht ins Gym, traut euch, das ist wirklich ein Game Changer. Das Gym ist wirklich so, so wichtig, also das Training mit Gewichten. Denn dadurch könnt ihr wirklich Muskulatur aufbauen, euren Körper formen und somit auch die Zellulite in einem gewissen Maße deutlich reduzieren. Und jetzt hoffe ich, dass euch das Video weiterhelfen konnte. Lasst mir sehr gerne einen Kommentar da, einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und ich würde mich natürlich sehr über ein Abo freuen. Und jetzt würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video.